Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's wieder mal um ein paar Kriegskassen. Diesmal haben wir 10 Kriegskassen der Wilden Jagd uns zusammengefarmt. Da gibt's unter anderem ein schickes Mount, und zwar den Beinspalter der Wilden Jagd und eine Flusspferdseele. Die kann ich hier als Nightfee tatsächlich gebrauchen. Heißt, ja, es gibt ein paar nette Sachen raus. Ich hoffe, ich krieg was. Ich habe nämlich auch schon ein paar Kisten aufgemacht und bis jetzt sah es leider nicht so gut aus. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Erste Kiste. Ah ja, schau mal an, Seelenglut, bisschen Stygia. Ich freue mich, ne? Swappen wir mal auf den Twink rüber. Kiste Nummer 2. Oh boy, was ist da denn alles drin? Hä, aber ich bin doch mit dem Main auch bei den, Nightfirmen. Kriege ich denn mit dem hier so einen Haufen Zeug für einen Court raus? Nicht für einen Court, hier für das Konservatorium der Königin, dass ich es noch zusammenbringe, und mit dem anderen gar nichts. Ja gut, was haben wir gekriegt? Wir haben Schultern bekommen. Tempo, Mastery, die kann ich halt auch nicht gebrauchen. Okay, zweimal eine Nullnummer. Dann sind wir auf den nächsten Twink geswitcht. Hier haben wir nämlich auch noch Kisten. Kiste Nummer 3 von den Nightfee. Stygia. Okay, und Seelenglut. Wunderbar. Wunderbar. Und dann Kiste Nummer 4. Stygia und Seelenglut. Ganz was Neues. So, nächste Kisten. Und hier haben wir dann Nummer 5 bei der Wilden Jagd. Bisschen Conduits haben wir rausgezogen. Okay, und hier bei dem Twink, schauen wir mal. Da haben wir schon genug Conduits im Inventar liegen. Ich hoffe, ich kriege da einen Mount. Ah, wir kriegen noch mehr Conduits. Ah ja, okay, so viel dazu. So, da la, nächster Char. Jetzt haben wir hier noch die Kiste Nummer 7. Wieder nix. Und dann hier drüben die Kiste Nummer 8. Auch nix. So, kommen wir zu den zwei letzten Kisten. Nummer 9. Wieder nur Conduit, Soul Ash und Stygia. Und die finale letzte Kiste, die Kiste Nummer 10. Oh boy, Conduit. Ist ganz schön enttäuschend hier. Wieder 10 Kisten, 10 mal nix. Ja, ich würde sagen, ich farm wieder ein bisschen was an Kisten und dann sehen wir uns wieder im nächsten Opening. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.